Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Ja, eigentlich hatte ich vor, jetzt wieder regelmäßige Videos zu machen. Hat erstmal auch geklappt, aber dann habe ich irgendwie doch wieder aufgegeben. Also versuchen wir es dieses Mal auf ein neues. Der Plan, Grundplan ist eigentlich jeden Mittwoch eine Folge Planet Coaster, jeden Freitag ein, ja, normales Video im Endeffekt. Bisher hat das so semi geklappt. Ich versuche es jetzt zum Gefühl 100. Mal, keine Ahnung, ob ich dieses Mal genug Motivation für längere Zeit habe, aber ein Versuch ist es ja wert. So, da ich hier Planet Coaster schon geöffnet habe und direkt bei der Bahn, die wir in der letzten Folge gebaut haben, zwei Sachen sehe, die ich ändern möchte, und zwar einmal ist die Neigung hier irgendwie, also das Banking irgendwie viel zu schwach, habe ich das Gefühl. Das würde ich nochmal kurz nachbessern. Und die Bäume schauen überall durch die Schiene. Ist jetzt nicht so zeitaufwendig, aber das mache ich mal eben in einer schnellen Timelapse-Aufnahme. Und wir hören uns dann danach wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Es war jetzt gar nicht mal so zeitaufwendig, aber das war jetzt auch keine große Überraschung. Es gibt ein paar Sachen, die in den nächsten Folgen auch dringend anstehen. Dabei kann es allerdings halt in ganz verschiedene Richtungen gehen, weil wir nun mal den Fehler gemacht haben, mit mehreren Sachen gleichzeitig anzufangen. Dass wir hier jetzt eine Achterbahn wieder gebaut haben, ist vielleicht nicht so ganz schlau gewesen, da wir eben noch andere Projekte haben. Unter dem letzten Video habe ich ein paar gute Ideen schon mal gesehen für den Superheldenbereich. Den werde ich allerdings, das habe ich jetzt beschlossen, eben erstmal zurückstellen. Für diese Folge sind wir auf jeden Fall wieder im Dino-Bereich, beziehungsweise eher im Übergang zwischen Dino- und Steinzeitbereich. Denn in der letzten Folge hatte ich ja etwas zu dieser Achterbahn bereits angekündigt. Diese Achterbahn stand ja vorher hier, haben wir in der vorletzten Folge gebaut. Und nach mehreren Überlegungen von euch und auch von mir sind wir, oder ich in der letzten Folge, zu dem Entschluss gekommen, dass hieraus eine Indoor-Achterbahn gemacht werden soll. Nicht zu vergessen ist auch, dass hier natürlich immer noch eine große Achterbahn hinkommen soll. Bisher haben wir mit den beiden Achterbahnen eher so kleine Achterbahnen und auch hier das Ding, also das ist jetzt nicht gerade klein, aber ist für uns aktuell halt nicht so relevant. Wir sind ja eben jetzt, wie eben angekündigt, im Dinosaurier-Bereich und da, denke ich, sollten wir dann auch in vielleicht nicht der nächsten, vielleicht auch nicht in der übernächsten, aber irgendwann in den nächsten paar Folgen wird auf jeden Fall da auch eben diese Achterbahn entstehen. Aber ich denke, wir sind gar nicht mal so falsch dran, wenn wir uns jetzt auch mal der Indoor-Achterbahn widmen. So, grundsätzlich würde ich sagen, dass man das Layout durchaus noch ein bisschen verändern kann. Ein paar Infos zur Bahn, wie sie in meiner Vorstellung ist. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich hier jetzt keine mega aufwendige Bahn bauen will. Das ist jetzt kein Dark Ride in Form einer Achterbahn, sondern es ist einfach eine Indoor-Achterbahn mit ein paar Gestaltungseffekten. Eher so in Richtung Show-Effekten, also ich würde gerne mit so Licht arbeiten, vielleicht auch mal eine Feuerflamme oder so. Aber es soll halt cool sein, aber nicht, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann, nichts krass Aufwendiges. Es ist halt einfach eine schöne Indoor-Achterbahn, die Spaß macht, wo man aber jetzt keine ganze Geschichte erzählt bekommt oder so, sondern es ist halt einfach eine Indoor-Achterbahn. So. Da wir jetzt hier eine ganze Halle drum bauen, bin ich der Meinung, dass man das Layout durchaus noch ein bisschen, ja, weiter gestalten könnte. Also nicht unbedingt anders, sondern einfach nur größer, mehr Strecke. Weil sonst hätte man jetzt eine riesige Halle für diese kleine Strecke gebaut. Also ich würde sagen, etwas weniger als doppelt so viel. Keine Ahnung, hier dieser Teil, also quasi nochmal, und dann hätte man eine vernünftige Länge und dann während der Fahrt eben ein paar Lichteffekte und Ähnliches. Damit wir eine möglichst ordentliche Fassade am Ende haben, fange ich mit der Station an. So, und da kommt natürlich auch die erste Frage, wie soll man das machen? Das ist halt gar nicht so einfach, wenn man sich vorher keinen genauen Plan gemacht hat, und das habe ich nun mal nicht. Ich bin übrigens ein bisschen erkältet, also nicht wundern, wenn zwischendurch mal meine Stimme ein bisschen abkackt. Genau. Aber es soll ja eine Ice Age Bahn werden. Zumindest sind wir ja ein Filmpark und Ice Age passt zu Steinzeit und deshalb wollen wir dazu in irgendeiner Art und Weise einen Bezug finden. Wahrscheinlich ist es hauptsächlich der Name, der den Bezug darstellt. Ja.
Damit wir jetzt einfach einen Grundstein haben, baue ich jetzt erstmal einfach nur eine schwarze Station. Also einfach nur so eine richtige Halle quasi drumherum. Und wenn man die Station dann später irgendwie passender gestalten will und auch der Wartebereich, würde ich halt mich so ein bisschen inspirieren lassen vom Moviepark Germany, dem Dark Ride, den es da gab, zu Ice Age. Und das wäre so meine Idee. Im Inneren der Bahn aber eben nicht, da eben nur diese einfache Gestaltung. Deshalb probiere ich jetzt einfach mal so ein Grundgebäude drum zu bauen, auch ohne irgendwelche besonderen Fassadeneigenschaften. Also es ist einfach nur ein Kasten quasi drumherum. Oder nicht mal ganz drumherum, sondern nur um den Teil, der jetzt schon sicher ist. Und das ist wieder eine Timelapse-Aufnahme. Wir hören uns dann in ein paar Minuten oder Sekunden wieder. Bis gleich. Sogar mal kurz gespeichert, einfach mal zwischendurch, weil das Zwischenspeicher mich irgendwie gerade die ganze Zeit aufgeregt hat und deshalb habe ich es jetzt einfach so gemacht. Ihr habt gesehen, ich habe schon mal ein bisschen was ausprobiert. Natürlich wird das so im Endeffekt, obwohl so natürlich ist es auch nicht, weil wir ja nicht wissen, wie genau die Gestaltung sein wird. Wenn natürlich tatsächlich hier zum Beispiel nur Lichter sind, wird es genauso drin aussehen, weil man die ja quasi im Dunkeln fährt und dann sowieso nicht sieht, wie die Wand im Endeffekt aussieht. Wenn wir allerdings teilweise Passagen wirklich gestaltet haben wollen, dann werden da natürlich auch andere Wände hinkommen, das ist klar. Ich will auch versuchen, halbwegs schöne Formen hinzukriegen. Ich weiß nicht, inwieweit das am Ende möglich ist. Eigentlich am Anfang war meine Idee, eine ganze Fassade halt mit diesen Steinen zu machen, die eben genauso aussehen wie, wo sind sie denn? Hier, genau. Mit diesen Felsen und eben Schnee hier vorne eine Fassade drauf zu machen. Das könnte man auch überlegen, allerdings wäre das dann nur solange wir auch wirklich an der Bahn arbeiten und dann vielleicht bei Folge 20 oder 25 von der Planet Coaster Reihe werde ich das wieder entfernen, weil diese Steine, die wir auch hier bei dem Vulkan benutzt haben, also diese Art von Steine, die halt nicht einfach Terraforming sind, sondern richtige Objekte, machen halt doch sehr viel die Leistung des Spiels aus und später wird es halt dann schlecht laden und laufen, wenn wir dann hier so eine ganze Kulisse haben. Deshalb, man könnte das schon machen, aber dann müsste man halt es irgendwann auch wieder entfernen. Hier habe ich mich, wie gesagt, ein bisschen inspirieren lassen von der Moviepark-Variante. Leider gibt es, wie gesagt, nicht die Figuren aus Ice Age tatsächlich als Figuren. Zu manchen Filmen gibt es ja tatsächlich Figuren mit dem Theme Park Maker Toolkit im Steam Workshop. Also zum Beispiel Star Wars hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gezeigt. Nicht hier, sondern hier. Also hier gibt es schon verschiedenste Sachen, aber ich habe mehrmals jetzt geguckt, es gibt leider gar nichts, was in Richtung Ice Age geht. Das bedeutet, auf tatsächliche Figuren aus dem Film müssen wir verzichten. Ansonsten, also die Tannen kann man natürlich noch durch Schnee besetzte Tannen ersetzen, hätte ich eigentlich direkt machen können. Und weiß ich nicht, dann halt passende Sounds und so hierzu, eine vernünftige Beleuchtung und ich glaube, dann sieht das Ganze ganz cool aus. Ist halt die Frage, ob man hier nochmal so eine Kulisse macht oder ob dann hier einfach Standard-Wartebereich ist.
Das ist ja eine Indoor-Achterbahn. Obwohl, man könnte vielleicht so eine Eishöhle noch hierhin machen als Wartebereich. Dann ist halt der Wartebereich aufwendiger gestaltet als die Bahn an sich. Oh, jetzt wo ich das gerade höre mit der Eishöhle. Oh, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Man könnte natürlich auch hier während der Fahrt so eine Eishöhle durchfahren, die dann so leuchtet. Oh. Ja, da kommen mir schon wieder ein paar Ideen, aber ich glaube, wir lassen es erstmal im Wartebereich. Ich stelle hier ein paar Sachen hin, damit ich mich auch tatsächlich dran erinnere. Also zum Beispiel gibt es hier so ein paar Diamanten, glaube ich, oder Kristalle, die auch, nee, was sind sie denn, die aber auch eben in dem Steam Workshop, Crystal, ja, okay, auf Englisch. Genau, damit und mit normalen Steinen dann in Kombination und mit Schnee, glaube ich, kann man echt eine coole Höhle noch machen. Vor allen Dingen leuchten diese Steine auch im Dunkeln. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Also ich glaube, wir können hier schon einiges machen. Wie gesagt, hatte ich ja die Idee, dass man das ein bisschen verbindet. Ice Age ist dann eben Steinzeit, aber die reisen in die Zeit der Dinosaurier irgendwie zurück. Beziehungsweise treffen halt auf Dinosaurier. Also im Film gibt es ja auch Dinosaurier, deshalb hat das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich keinen Sinn gemacht. Aber das Abenteuer, was hier die drei erleben, eigentlich sind es ja vier, glaube ich. Nee, die Haupt... Ja, gut. Drei, sagen wir mal. Die erleben irgendein Abenteuer, wo sie eben Dinos jagen oder von Dinos verfolgt werden. Keine Ahnung. Irgendeine Mini-Story wird uns da schon noch einfallen. Ich werde jetzt ein bisschen mit den Sounds arbeiten, werde halt doch so ein bisschen random was im Park machen, an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Pflanzen machen. Hier sehe ich gerade schon wieder den Weg ein bisschen, muss ich umstellen, keine Ahnung. Jetzt kommt auf jeden Fall nochmal eine Timelapse-Aufnahme und ich verabschiede mich schon mal. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, die hoffentlich, wenn ich die Motivation gefunden habe, nächsten Mittwoch kommt. Dann bis dahin und ciao.